wel de goede discuswerper, maar hij is wat minder constant dan Virgilius Alekna. Starten in de kwalificatie van het discuswerpen en de beste 12 gaan door naar de finale maandag. Je kunt je automatisch kwalificeren door verder te gooien dan 64,50 meter. Dat is de blauwe lijn. Ja, Tammert die gaat daar overheen. Het is voor hem een makkie. Hij gaat automatisch naar de finale. Maandag is die. Lukt het niet om, om over die blauwe lijn te gooien, dan moet je zorgen dat je bij de beste 12 zit. Maar Tammert heeft die problemen niet. Sterk, zoals die het hele seizoen al is. Goede draai en de afworp is ook prima. Dit is 65,70 meter. En dus een makkelijke finale. We zijn weer bij de discuswerpers waarin de top nog niet is veranderd. U weet het, Fazekas 66-39. Nee, deze man gaat er net overheen. 66-66. Wat voor een eerste durchgang gleich. Einwurf über die 70 Meter Marke. Dan, jetzt im zweiten Versuch und im ersten Durchgang einer an die 70 Meter Marke. Also ein toller Beginn dieser Diskuswurfkonkurrenz. Alexander Tammert im Moment noch auf Platz 3 der Erste. 26 cm vor Covago, dessen Versuch sie eben erlebt haben. Und ungültig. Das haben wir auch schon jede Menge gesehen heute. Erst beim Hammerwerfen heute Vormittag. Und wenn die dann versuchen zu beschleunigen in diesem Ring, dann fehlt ein bisschen die Standfestigkeit. Tammert ungültig. Jetzt gleich wird es hier sehr laut werden. So, und jetzt kommt der letzte Angriff auf die Medaillen. Alexander Tammert hat das Werfen praktisch im Blut. Sein Vater war ein sehr guter Kugelstoßer. Und der möchte jetzt zu gerne seinen Sohn noch einmal auf Bronzeposition springen sehen. 67,04 ist die Marke. Oh, sehr weit nach außen. Zieht die Scheibe aus dem Sektor. Damit ungültiger Versuch von Tammert. Es bleibt dabei, er hat noch nie bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften eine Medaille gewonnen. I'll be back.